Leute, es tut mir so leid, Alter. Es tut mir so leid. So viele Leute wollten mitspielen, aber es ging halt einfach nicht. Ich fühle mich so schlecht teilweise, Alter. Herzlich willkommen zu einem kleinen Installationstutorial zu meinem Minecraft Star Wars Roleplay Server. Das ist für die Leute, die sich mit Technik Launcher nicht auskennen. Und mir fällt gerade auf, ich kann euch das mal zeigen. Unter Folge 1. Die ist hier. Unter Folge 1 ist das noch richtig abgespeichert. Aber was ich nicht verstehe, ist einfach mal, dass ich ihn in der Folge 2 kopiert hatte. Und ich weiß nicht, was mit YouTube los ist. Der kopiert das nicht ganz. Ich stehe zwar Punkt, Punkt, Punkt. Davon gehe ich aus, es geht da weiter. Aber nein, er hat die Punkte kopiert. Er hat das irgendwie... Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Das regt mich schon wieder auf. Diese Links, die ich kopiere, von dem einen zum anderen... Das ist... Ich verstehe das manchmal. Was ist denn da mit YouTube los? Warum kopiert er das so scheiße? Wenn ich sage jetzt hier, ich möchte das ganz angezeigt bekommen, bekomme ich aber nicht. Das ist einfach Müll. Kein Wunder, dass so viele Leute geschrieben haben, Simi, es geht nicht, kannst du mir helfen? Es geht halt nur über die erste Folge, weil da der Link noch richtig war und hier natürlich nicht. Und es tut mir so leid. Und Leute, öffnet den Link bitte nicht im Internet. Der hier, warte, hier ist er ja noch richtig, ganz. Das ist so, und das fällt mir natürlich nicht auf, obwohl das schon mir so viele Leute gesagt hatten. Er kopiert ihn hier nicht. Ich will euch das mal zeigen. Error. Jetzt wundert ihr euch, oder die Leute, die sich damit nicht auskennen. Es funktioniert nicht. Aber ihr sollt ihn da oben nicht einfügen, weil das keine Adresse ist, sondern es ist halt einfach. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ihr braucht dafür den Technik-Launcher. Hatte ich ja auch hier in die Kommentare geschrieben, Mod läuft über Technik Launcher, ist nicht groß. Und der ist tatsächlich wirklich nicht groß. Der Mod wie Technik Launcher, ihr tut das einfach über Windows oder Linux oder was auch immer, oder OS X, oder Apple, wie gesagt, einfach herunterladen, wie ihr es habt halt. Dann, wenn ihr das installiert habt, öffnet ihr es. Und natürlich die Adresse, die ich davor eingefügt hatte, die ging natürlich nicht ganz. Das ist mir sehr, sehr, sehr klar und bewusst. Aber der Simon, der hat hier schon den erstellt gehabt. Und das muss man sich jetzt halt hier über diesen Technik-Launcher installieren. Ihr drückt halt einfach, oder es öffnet sich schon Star Wars Server Roleplay. So, ein Likes hatte schon 8 Installationen, 39 Starts. Ja. Und zwar installiert ihr das jetzt hier. Ich habe das jetzt schon installiert, muss einfach nur auf Spielen drücken und dann ist es installiert. Das war's. Das war's. Und hier gibt es ja noch mehr hier Packs und so, aber es werden sie dann alle aufgelistet. Ich kann euch das mal zeigen. Ich lösche das jetzt nochmal. Ich werde das aktualisieren gleich, keine Sorge. Hier sind dann noch mehr und ja, das war das Installationstutorial. Mehr ist das nicht. Und ich hoffe, jetzt kommt da nicht und spielt drauf.